damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ihr seht es schon, wir sind zurück im Dorf. Ja, wurde mal die Zeit und ja, dann schauen wir mal rein, was so im Dorf vor sich geht, was passiert ist, als wir weg waren. Oh, da sehe ich was. Zwei Schweine, ein Lama und Siegfried. Siegfried der Händler. Hallöchen. Habe ich doch vermisst, du warst doch weg, bist einfach gegangen, bevor ich abgehauen bist, denn jetzt bist du wieder zurück. Na, dann lass uns mal, dann wollen wir mal kurz. Ich hörte, du hast was für mich. Siegfried, wo bist du? Bist du schon wieder abgehauen? Man sagte mir, ich hörte Gerüchte, es gäbe hier eine Challenge für mich heute in diesem Part und die könnte ich bitte bekommen hier bei dir im Haus. Siegfried, bist du da? Der ist bestimmt hier wieder rüber in die Kneipe gegangen. Der tut sich da voll trinken. Oh. Siegfried hat angebaut. So sieht's aus. Okay. Ui. Nein, wenn das nicht ein kleines Verstecken ist. Challenge-Portal. Ui. Ich muss, glaube ich, mal, bevor ich diese Challenge betrete, mal mein Zeugs in die Butze bringen, dort in den in mein Zuhause, in meine Bude. Und da mal sortieren im Keller und dann können wir starten, weil ich will nicht mit den ganzen Redstone Sachen erquatschen, mit den ganzen rot sind so schon diese Steine, aber Nether Portal, Nether Stein dahinchen. Ich würde mal sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder, ab hinunter zum Sortieren. So, einsortiert ist alles, die Schätze sind verstaut im Keller. Unterwegs habe ich zwei Eier gefunden. Können wir die mal loswerden. Ich hoffe, es ist keine Schlacht-Challenge, keine Kampf-Challenge. Weil sonst müsste ich meine Rüstung mal mitnehmen. Jetzt bin ich hier ein wenig unbewaffnet und unverbreitet. Ich hoffe, es wird nichts allzu Kämpferisches. Wäre ich zwar sehr dafür, aber naja, wir werden schon sehen, was es für eine Challenge ist. Hüpfen wir mal rein ins Challenge-Portal. Sieht ja sehr spannend aus. Na dann, ab mit uns hinein. Auf zur Challenge! Oh, wo sind denn wir hier gelandet? Oh, eine Welt mit blauem, sonnigem Himmel. Oh! Ein Portal? Oh, und hier ist das Challenge-Portal. Oh, das sieht ja vielversprechend aus. Na toll, geht's wieder in den Never oder was? Zur Challenge. Ja, das sieht sehr nach Challenge aus. Na dann, rein da. Auf geht's. Okay, wo sind denn wir? Ach, Schande. Da steht die Aufgabe geschrieben. Zwergi, willkommen zum Himmel und Hölle. Jump and run. Okay, das klingt vielversprechend. Du hast 15 Minuten. Okay, dann wollen wir nicht lange rumtrödeln. Für jede bestandene Etappe gibt es 5 Punkte. In Klammern CP, das heißt wohl Challenge-Punkte. Deine Punkte kannst du bei Siegfried im Anschluss eintauschen.
gegen eine Belohnung. Oh, eine Truhe mit einem Diamantschwert. Ich hoffe, das werde ich nicht brauchen. Okay, alles klar. Na, dann hüpfen wir mal los. Da geht's los. Schaut nach einem Jump'n'Run aus, was sich gewaschen hat. Aufi! Ha! Okay, die erste Hindernissache haben wir schon bestanden. Oh, ich sehe Ghasts. Nein, das sind andere Monster. Ghasts sehen anders aus. Das geht ja wie geschmiert. Hops! Und hops! Na, es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen hier. Jump'n'Run König Zwergi. Dann müssen wir von hier aus wieder starten. Hops, hops, hops. Na dann. Komm, das kriegen wir hin. Komm, komm, Zwergi. Hops, hops. Kannst du hüpfen. Da lang und. Boah, vorsichtig. Und an die Leiter da drüben. Na, Übung macht den Meister. Irgendwann kriegen wir das hin. Das Schwert könnte auch aus der Hand fliegen. Ich glaube nicht, dass uns hier irgendwas erwartet. Beim Job. Ach, verdammt. Hops, die Musik. Etwas arg laut, aber. Ja, was soll es. Hops, na komm, na komm, na komm. Ich will nicht ständig abstürzen. Hop, na komm. Zack. Und zack, na. Verdammt. Na komm. Die Hälfte haben wir doch schon von dem kleinen Weg hier. Ich fürchte, das ist noch mehr, aber das kriegst du doch wohin, Zwergi. Das Jump'n'Run ist noch und wir wollen ja unsere Belohnung erhalten. Na komm, wir sind noch nicht sehr weit und wir haben nur 15 Minuten Zeit. Also beeil dich, Zwergi. Na, verdammt, bin ich blöd hier heute. Ach. Gleich auf der anderen Seite runtergekippt. Ja, verdammt. Na denn. Tasche. Hui. Na denn. Hops. Hops. Jumpman König. Ach ja. Wäre ich ja wohl gern. Ah, das wärst du gern, Zwergi. Komm, das schaffst du. Hui. Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja. Da sind wir drüben. Beim ersten Versuch. Naja, eher beim 101. Das Ding mal hier rein. So. Das bringt uns nicht mehr Pech. Oh, ein hoher Abgrund. Ein tiefer Abgrund. Ja, ja, Vorsicht. Und. Na, fail. Na komm, na komm, na komm, na komm. Scheinbar haben wir hier auf jeden Fall einen Checkpoint erreicht. Na komm. Ist doch möglich. Die blöde Treppe da. Geronimo! Ja, haben wir es geschafft. Noch eine Höhle. Hups, darüber. Da geht's runter. Vorsichtig. So, hier noch drüber. Zack. Hier nicht reinfallen. Noch so ein Ding. Zack. So, sind wir drüben. Das Portal, was wir nicht hinausführt. Wundervoll, Ski. Sind wir raus aus der Hölle. Und es geht weiter. Im Himmel. Na toll. Dann wird es, glaube ich, nicht leichter. Ja, es geht hoch hinaus. Und wer hochsteigt, kann tief sinken. Und tief fallen. Hops. Zack. Läuft ja wie gebuddert hier. Und sobald ich das sage, passiert was. Oh wei, das ist nicht mehr so ganz so leicht. Schon Stufe 2. Hops. Wow. Hier auf Zaunpfahlen rumhopsen. Ist auf jeden Fall schon Schwierigkeitsstufe 2 oder 3. Und rüber. Ja, nice. Das kriegen wir doch mittlerweile hin. In den Weg folgen. Und hops. Und hops. Wow, hier nicht runterfallen. Müssen wir wieder von Anfang anfangen, oder? Ach, verdammt. Ja, müssen wir wohl. Jetzt zurück an Anfang. Mist.
Wie viele Punkte haben wir denn jetzt schon? Ich konnte die Abschnitte nicht sehen. Aber ja. Zwei haben wir auf jeden Fall schon mal. Die Hälfte von dem Ding ist da unten und ja, da wo der Checkpoint war und durchs Portal durch. Das muss auf jeden Fall schon mal, musst du auf jeden Fall schon mal 10 Punkte haben. Das ist auf jeden Fall schon mal was wert, oder? Oder nicht? Ich glaube schon, es wird die Nacht. Was soll man es bemühen? Es wird dunkel und wir sehen nichts mehr. Das erschwert das Ganze dann auch noch ein bisschen. Ist dann Stufe 3 oder was? Hops und rüber. Ja, nice. Geht doch besser als da drüben in der Hölle. Himmel und Hölle. Ach, ja. Mit dem Jump'n'Run ist das nicht immer so leicht. Vor allem, weil es mein erstes ist. Ist natürlich, ja, eine Sache für sich. Muss man erst einmal lernen, das Hüpfen und das Springen. Kupft wie gesprungen, sag ich. Ja. Das Hüpfen und das Rennen. Es wird dunkel, ich sehe nichts mehr. Na toll, und dann kommen hier noch Zombies und Monster. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das für diese Jump'n'Run-Welt ausgeschaltet ist. Das wäre ja noch fetziger, das wäre ja in Stufe 4 oder was. Ja komm, jetzt hier mal vorankommen. 15 Minuten müssten auch gleich vorbei sein. Oder dürfen wir einfach verlängern. Naja, werden wir schon sehen, wenn wir hier rausgeworfen werden. Na dann, na dann. Und ups. Vielleicht wird uns auch der Anfängerbonus zuteil, dass wir bis zu Ende machen können, um das Jump'n'Run zu zeigen auch vielleicht. Und ja, das ist unser erstes Jump'n'Run. Verdammt! Also komm, komm schon, Zwiggy, du schaffst das. Nächtelang und tagelang hier dran rumgehüpft. Verdammt! Da fall ich wieder runter. Ihr seht auch noch kaum was. Weil es dunkel ist. Man könnte ja Fackeln aufhängen, das habe ich auch unten im gemacht. Oh, jetzt habe ich mich verraten. So ein Mist. Jetzt habe ich ein bisschen off-topic, ein bisschen Real Talk geredet. Das ist mein Jump'n'Run, das habe ich erstellt. Ja. Fieses Jump'n'Run für mich selbst. So schaut's aus. Habe ich mir selbst zu verdanken. Kann ich also auf niemanden schimpfen. Puh. Wow. Eine Ewigkeit später. Ja, beim 500. Versuch klappt es vielleicht mal irgendwann. Und hops. Na, da wird ja auf jeden Fall schon mal Anfängerbonus hier. Und das können wir hinkriegen hier. Also, die Zeit wurde uns wahrscheinlich gestrichen. Das dauert, ja, das dauert. Zwie ist dann ein bisschen schlecht drin. Naja, so ist es halt im ersten Jump'n'Run. Na komm! Ja, immer wieder von vorne. Ich hoffe, da ist irgendwo mal ein Checkpoint, damit wir das auch mal weiterkommen können. Na! Hops! Hier rüber und da, zack! Da und da! Ha! So und weiter voran. Weiter, 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 weiter. So, komm, hier nicht abstürzen. So weit schon. Puh, da oben auf die Platte. Es wird hier aber langsam fix.
Ach, verdammt. Und hops. Ja. So. Na komm. Na komm. Sachte, vorsichtig. Da bricht die Musik ab. Neues Tape wird aufgesetzt. Yep. Musik von C16. Oder wie hieß das Ding, was da mal angezeigt wird? Na komm. Ist bestimmt ein Robotername. Ups. Ach. Ja. Komm. Zack, hier auf den Zaun drauf. Und hops. Und hüpserchen. Ja. Super. Geilo. Wie ist das geil. So, wenn wir es sehen. Und na. Sehr gut. Das sieht ja brillant aus hier. Uah. Jetzt ein Checkpoint. Das können wir brauchen. Riecht nach 15 Punkten. Puh. Nicht zu früh freuen. Und hops. Und da hoch. Ui. Schleim. Na. Psala. Puh. Und da runter. Boom. Boing. So, da sind wir drüben. Und. Naja, das klappt noch nicht so. Und dann kommen irgendwie die Schleimbälle drüber. Klump. Na. Na, super. Hops und hops. Da ist lang. So, mal dem Weg folgen. Na, hops. Hops, hops, hops. Hüpf, hüpf, hüpf. Jump, jump, jump. Mein Skin ist hier sportlicher, als ich es hier im Leben sein werde wahrscheinlich. So. Oh, da haben wir Glowstone, der uns den Weg weist. Ich muss mal den Weg hochhüpfen. Auf das Gebirge. Oh, was sehe ich denn da? Betten. Hui, kann man bei Nacht schlafen. Hops. Und am Glowstone. Na super. 20 Punkte, wenn ich richtig gezählt habe. Na komm, mach hops. Es wird schon Nacht. Legen wir uns gleich in das nächste Bett. Na komm, stell dich nicht blöder an, als du bist, Zwergi. Na komm. Mach hops und hops. Na komm. Puh. Reinlegen und schlafen. Ja, warum nicht? Und weiter am Tage. Die 15 Minuten sind ganz schon vorbei. Da ist der Siegfried wohl ein bisschen freundlicher zu mir, Anfänger, als nötig wäre. Ja, nötig ist es schon irgendwie, ihr seht es ja, als es vorgesehen ist. Gütiger als vorgesehen ist. Ich stelle mich hier noch ein bisschen blöde an, aber ja, das gibt sich hoffentlich mit der Zeit, wenn dann noch ein paar Jump'n'Runs dazukommen. Wird bestimmt nicht mein letztes Jump'n'Run sein in Minecraft Arno. Ja. Und ja, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Irgendwann kann ich das auch. Oh wei, sieht aus wie TNT. Da müssen wir wohl schnell sein. Zwergi und schnell. Puh. Ah. Schnell rüber hier. Sonst fliegen wir in die Luft. Ja, nice. Haben wir geschafft. Dann explodiert die Sache hinter uns und wir können nicht mehr zurück. Ja. Das ist schon das Ende. Haben wir es geschafft. Thanks for playing. Da ist das Portal. In die echte Welt zurück. Na super, haben wir es geschafft. Wundervoll. Großartig. Na spitze. Okay, da sind wir wieder am Challenge-Portal.
als wäre keine Minute vergangen. Immer noch Tag, ja, immer noch dieselbe Sache. Siegfried ist wahrscheinlich immer noch weg. Ja, dann suchen wir den mal. Wir haben seine Prüfung bestanden. Ich hole mir meine Belohnung ab. Wie viele Gewinnpunkte habe ich denn jetzt hier? Ich möchte meine Challenge-Punkte gegen meine Belohnung eintauschen. Wo bist du, Siegfried? Wo bist du? Ach, da bist du ja, Siegfried. Na, komm mal mit, Siegfried, komm. Ich möchte eine Belohnung von dir. Ich habe deine Challenge bestanden. Du hast mir eine Belohnung versprochen. Also her damit. Her damit. Komm schon, kannst du mich nicht verweigern. Nee. Und wir sehen uns an in deinem Haus. Holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Unsere Belohnung ab. Ich hoffe, der Siegfried folgt. Na, kommt danach. Ich sehe ihn nicht. Na denn. Na denn. Ach, da bist du. Siegfried, kommst du? Siegfried? Na, kommst du mit rein? Na komm, da rein. Komm schon, bitte. Ich hab das für dich gemacht jetzt hier. Ich hab das bestanden jetzt hier. Sei mal bitte so nett hier. Die Truhe hier. Was hast du denn da? Hast du da die Belohnung? Und was ist denn da drin? 5 Diamanten. Der Wahnsinn. Und ein Buch. Ist das die Belohnung? Schubst du mich hier, der Siegfried? 5 Diamanten. Du hast Challenge-Punkte erhalten. Nice. Ich habe es bis zu Ende geschafft. Das sind 25. Dafür bekommst du von mir 5 Diamanten. Nice. Draußen ist Nacht. Okay. 5 Diamanten. Wow. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So ein Jump'n'Run haben sich die Mühen gelohnt. Na, auf jeden Fall. Dann bringen wir mal unsere Dias in Sicherheit und dann, ja, danke dafür, Siegfried. Ja, durch so eine Challenges kann man schon mal ein bisschen was, ja, bekommen. Kann man sich was erspielen. Das ist durchaus gut. So, Diamanten verstaubt. Da können wir bestimmt was Geiles draus machen. Für jeden. Ich würde aber mal sagen, dieser Part ist bestimmt schon lang genug. Mal sehen, wie ich den geschnitten habe. Wie auch immer. Wow, der Turm sieht in der Nacht auf jeden Fall sehr großartig aus. Der Wladimir und Klaus das Huhn ist vor Ort. Ja, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben, diese kleine Challenge. Und ja, das Jump'n'Run. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Abend, eine fürstliche Nacht oder auch einen fürstlichen Morgen, falls ihr das am Morgen guckt. Man sieht es auf jeden Fall in einem anderen Video oder in einem anderen Minecraft Anno Part wieder. Na, dann würde ich mal sagen, bis dahin. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.